Einen schönen Montag unternehmen wir auch eine Weinreise, und zwar ins Burgenland nach Bamhagen zur Familie Michlitz. Die betreibt dort Ackerbau, Viehzucht und eben auch Weinbau. Angebaut werden die typischen Burgenländer wie Blaufränkischer Zweigelt oder auch der Grauburgunder. Interessant ist allerdings das Verfahren, wie der Wein seinen Weg geht. Das Zauberwort heißt nämlich biodynamisch. Leicht vom winterlichen Sonnenstrahl ummantelt, stehen sie da, die Rebstöcke, die jetzt ihre gesamte Kraft und Inhaltsstoffe wieder sammeln, ehe sie zur Sonnenwende ab dem 21. Dezember zurückgeschnitten werden. Und das bei abnehmendem Mond. Werner Michlitz hat den Weinbau in der dritten Generation übernommen. Angefangen hat der Opa mit dem Weinbau, das ist schon über 30 Jahre her. Damals ist die Viehzucht gewichen und der Weinbau gekommen. Wir machen jetzt seit 3 Jahren hochqualitativen Wein, den wir in der Flasche vermarkten. Wir machen ca. 350.000 Liter im Jahr, haben eine Rebgartenfläche von 50 Hektar und bewirtschaften alles biologisch dynamisch. Gemeinsam mit Ehefrau Angela vertraut der Jungweinbauer auf Bio. Klar ist Biowein anders, weil er oft mit seinen eigenen Methoden gemacht ist. Es steht einem sehr wenig Hilfe zur Verfügung. Man arbeitet nur mit dem, was da ist. Man arbeitet nur mechanisch. Es ist, denke ich, was Unverfälschtes. Es ist ein authentischer Charakter, der sich im Wein widerspiegelt. Um biodynamisch wirtschaften zu können, bedarf es bestimmter Maßnahmen, die von langer Hand ganz exakt vorbereitet werden müssen. Das ist das Herzstück von unserem Betrieb und das von der biodynamischen Wirtschaftsweise. Das sind unsere Präparatekisten. Hier lagert das Bodenpräparat. Das sind diese Kugeln hier. Das ist Kuhmist, der in leere Kuhhörner gestopft wird und dort eben verrottet. Das geschieht im Boden eingegraben. Diese Hörner werden im Boden eingegraben und lagern dort von Michaeli bis in den Frühjahr über die Winterruhe. Dieses Präparat kommt so dann aus dem vergrabenen Kuhhorn heraus und das wird in Wasser gelöst, dynamisiert durch links und rechts drehen, und dieses Wasser wird dann um die Reben im Weingarten auf den Boden getropft. Ganz kleine Mengen werden da verwendet, so wie in der Homöopathie. Das bewirkt, dass der Boden eben die Information bekommt, die in diesem Präparat steckt, und dadurch halt Stoffwechselvorgänge angeregt werden und das Ganze halt viel harmonischer und vitaler verrottet. Um den biologischen Dünger einzuholen, fahren wir einige Kilometer auf der ungarischen Seite des Nationalparks Seewinkel, wo Familienoberhaupt Werner Michlitz Senior seit einiger Zeit eine Angus-Rinderherde aufbaut. Die gutmütigen und an die pannonische Graswelt angepassten Steppentiere sind für die biologische Bewirtschaftung vorbildlich. Langsam, ja. Ja, dann die Ausnahme da. Das ist schon draußen. Unbedingt. Aber ganz schnell. Die Angusrinder sind für uns wichtig in der dynamisch-biologischen Landwirtschaft und für den ganzen Kreislauf, den wir in der Landwirtschaft brauchen, um bessere Ernährung der Böden zu haben. Weil der Mist, der kommt dann wieder raus auf die Felder, die die Tiere produzieren. Auf der anderen Seite das Futter machen für die Tiere von Luzerne und Kleegras ist auch sehr wichtig für unseren Boden, dass wir da mehr Stickstoff hineinbekommen und ja, der Kreislauf besser funktioniert. Abgesehen natürlich vom hervorragenden Fleisch, das sie liefern. Im biologischen Weinbau spielt auch die Kompostwirtschaft eine große Rolle. Hier sind unsere Kompostpräparate, die in Schafwolle hier abgeschirmt lagern. Es geht da um 5 Präparate. Das ist die Brennnessel, die Kamille, der Löwenzahn, die Eichenrinde und die Schafgarbe. Diese Präparate vergraben wir im Kompost und bewirken damit eine sehr intensive und harmonische Umsetzung des Rindermists in einen hochwertigen Kompostdünger. Was findest du von dem? Mit Ehefrau Angela hat er nicht nur die Partnerin des Lebens gefunden, sondern auch eine hervorragende Weinexpertin, die ihn tatkräftig in seiner Arbeit unterstützt. Mhm.
Wir haben gemeinsam in Geisenheim studiert, also Weinbau und Önologie, und haben uns dort eben im Studium kennengelernt. Und irgendwann am Ende des Studiums hat sich natürlich die Frage gestellt, wie es weitergeht. Und dann sind wir gemeinsam hier ins Burgenland gegangen. Nicht nur das, auch für Nachwuchs ist gesorgt. Und wie es scheint, interessiert sich die junge Dame bereits für die Weinlogistik. Wein bedeutet für mich Genuss der höchsten Art. Im Wein spiegelt sich so viel Persönliches wider. Es steckt die eigene Handschrift im Produkt. Man schmeckt den Boden, die Herkunft und vor allem auch die Liebe, wie er das ganze Jahr betreut wird.